Wenn wir uns diesem Begriff nicht intellektuell nähern, sondern mit fühlender, intuitiver Intelligenz, dann erfassen wir jenseits historischer Fakten, dass die Seele aus den Tiefen unserer eigenen spirituellen Wurzeln stammt. Ob ein Mensch dann in dieser Inkarnation bis zu dieser spirituellen Wurzel vordringt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber du bist auf diesem Pfad und entsprechend wertvoll ist die Seele. Ich muss zunächst diese oberflächlichen Konzepte zurücklassen, mit denen der Geist versucht, die Seele oberflächlich zu erfassen. Was das sei, was das ist, was er darüber gelesen hat. Dann kommt diese Dimension nicht wissender, intuitiver Rezeption. Die Seele beschreibt die tiefen Dimensionen unseres Seins, die bei vielen Menschen unwissend als Kind ganz natürlich berührt wird und dann so stark überlagert wird, dass wir der Illusion erliegen, wir haben die Seele verloren. Natürlich haben wir sie nicht verloren, aber wir haben sie aus dem Bewusstsein verloren, was am Ende in unserer eigenen Realität identisch ist mit der Aussage, wir haben sie verloren. Die Seele für einen Moment zu berühren, hat eine kaum beschreibliche Konsequenz, denn dieser Moment Ganzheit, der Selbstverständlichkeit meines Daseins, des Nichtsfehlens, all das steht scheinbar nicht in Verbindung mit irgendetwas, was gerade im Außen geschieht. Es ist nicht, weil ich gerade mein Kind im Arm halte, es ist nicht, weil ich gerade etwas sehr Schönes tue, oder höre oder lese, sondern es steht mit nichts wirklich in Verbindung, was gerade durch die Sinne wahrgenommen wird oder durch den Geist angepeilt wird.
Es ist umschreibbar mit einem Moment eines sehr zarten Pflänzchens. Es ist nicht das Aha-Erlebnis eines großen, wuchtigen Baumes mit riesiger Krone, sondern es ist ein sehr zarter Moment, der scheinbar unscheinbar ist. Und er ist und bleibt auch deswegen zart, weil die Seele auch für das Leise steht im Menschen, während der Geist im Menschen für das Laute steht. Und unsere Art des Hörens ist tendenziell auf das Laute ausgerichtet. Das ist es, was wir kennen. Und wenn dann etwas sehr leise ist, sehr unscheinbar, sehr fein, dann ist es im ersten Moment so, als sei da gar nichts. In die Seele zu lauschen, braucht große Langsamkeit. Es braucht die Bereitschaft, auszuhalten, dass nichts geschieht. Wenn nichts geschieht, wird dem einfachen Menschen langweilig. Aber dem, der anwesend bleibt, offenbart sich die Seele. Die Seele ist nicht abhängig von der Welt. Deswegen wird die Seele in philosophischen Konzepten des Ostens bereits verstanden als jenes innere Element, das vom Wasser des Ozeans nicht mehr unterschieden ist. Vielleicht ist es noch nicht der Ozean selbst. Aber in jedem Fall ist es bereits das Eintauchen in den Ozean. Und am Ende heißt es auch in der indischen Philosophie, dass es zwischen Atman, was wir die Seele nennen, und Brahman, was das Selbst selbst ist, dass es dazwischen keinen Unterschied mehr gibt.